Sonntagabend, 4. März 2018, kurz vor 18.30 Uhr. Hallo, herzlich willkommen hier aus dem Kölner Neidstadion in Bad Nauheim. Das Krummenschuss zum Tor kam von Daniel Pfaffengut am kurzen Pfosten vorbei. James Livingston, aber Langmann dran. Versucht Niklas Mannes auf Spitzenwinkel. Goal! Radek Restan! Am Abpraller dran und flach rein. Führung nach nur 43 Sekunden für den FC Bad Nauheim mit dem zweiten Torschuss der Partie. Das nennt man ja natürlich hier Start nach Maß in diesem Endspiel um Platz 6. Ryan Roloff, Pass vors Tor und drin ist er. Die Tower Stars gleichen in Überzahl aus. Torschütze Carter Proft, der im Slot ganz frei stand nach dem Pass von Brian Roloff von hinter dem Tor. 22 Sekunden hat es nur gedauert. 6 Minuten 37 im zweiten Drittel gespielt. Ausgleich 1:1. Jetzt viel Platz. Geht nochmal ab. Silvester auf Brand. 40 Sekunden noch die Überzahl. Noch Marcel Brandt. Radek Restan. Radek Restan. Tor! Tor! Powerplay-Treffer. Radek Restan. Und die Roten Teufel gehen nach 32 Minuten 18 Sekunden wieder in Führung. Zweite Führung heute. Zweiter Treffer durch Radek Restan, dem Ex-Ravensburger. Erster Powerplay-Treffer am heutigen Abend. Da war plötzlich viel Platz und Radek Restan nutzt es und schlänzt die Scheibe in die lange Ecke. Teufel 2, Tower Stars 1. Nein, sagen auch, ging auf die Mannschaftsbank, nicht übers Plexiglas, also keine Strafzeit. Weiter geht's mit 5 gegen 4. Die gewinnen wieder für die Teufel. 23 Sekunden noch. James Livingston. Cody Sylvester. 16 Sekunden noch. Mike McNamee. Cody Sylvester. 10 Sekunden. Marcel Brandt. Schuss drauf. Tor! Eine Rakete von Marcel Brandt. Und 7 Sekunden vor der zweiten Pause erhöhen die Roten Teufel auf 3:1. Ja, zweites Überzahltor am heutigen Abend. Unsere Überzahl seit Marcel Brandt da ist irgendwo um die 35-40%, unglaublicherweise vom schlechtesten Überzahlteam der Liga. Jetzt schon auf Rang 11 hochgekämpft. Schluss. Jetzt wieder in die andere Richtung, wieder Svoboda. Sören Sturm, Schuss ist abgefälscht, geht neben das Tor. Schuss drauf, Felix Bick ist da, Scheibe liegt hinter ihm im Torraum. Kein Tor angezeigt. Proteste der Ravensburger. Ich denke mal, die protestieren wahrscheinlich, dass ein Spieler vielleicht die Hand auf den Puck hätte, was dann ein Penalty wäre. Aber ja, es gibt auch wieder Videobeweis, oder sie wollen den Videobeweis haben, den gibt es jetzt, ja. Entscheidung auf dem Eis war auf jeden Fall kein Tor. Und die Schiedsrichter schon wieder. Zeigen auf Tor. Das kommt jetzt überraschend. Hätte ich gar nicht damit gerechnet. Die Ravensburger scheinbar selber nicht wirklich.
weil der Jubel war eigentlich verhalten oder beziehungsweise gar nicht vorhanden. Es wurde nur von einer Person der Videobeweis gefordert. Deswegen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber gut, der Videobeweis wird es gezeigt haben. Also Tor für die Tower Stars, die verkürzen hier auf 3:2. Noch 4:4. Ransburg Querpass von Sören Sturm auf Adam Lapsanski. Schuss geht übers Tor. Wo ist der Abpraller? Da fällt er runter. Dennis Reimer sieht es als erstes, nimmt ihn direkt auf. Versuch Tor! Oh, unglaublich! Die Situation schien eigentlich schon ein wenig tot gespielt. Reimer sieht dann, dass da doch eine Lücke ist im Defensivverbund. Ja, und versucht einfach mal. Scheibe geht flach, unter die Latte, hoch rein. Jonas Langmann kann nur noch hinterher schauen. Und der EC Bad Nauheim führt mit 4:2 das Ganze 10:14 vor dem Ende. Ganz, ganz starke Aktion hier von Dennis Reimer. David Zucker, Felix Pick ist da, Scheibe ist jetzt frei, aber viel Gewühl. Am schnellsten schaltet aber Steve Slayton und befördert sie raus aus der Gefahrenzone. Tor, Pass vor das Tor, da ist Brian Roloff ganz, ganz frei. Muss den Schläger nur noch hinhalten. Und Ravensburg kommt noch mal ran. 4:3, 8 Minuten 22 noch auf der Uhr, also noch viel, viel Zeit. Das heißt natürlich aufpassen, nach den ersten beiden Treffern am heutigen Abend der Tower Stars hatten diese immer eine gute Phase danach. McNamee ist schneller als Kokesh. Langmann ist draußen. Cody Silvester. Ah, schade, schlägt über die Scheibe. Mike McNamee. 40 Sekunden noch Überzahl. Silvester auf Brand. Schuss abgefälscht. Silvester versucht ans Außennetz. 30 Sekunden noch Powerplay. Aus Spitzenwinkel. Tor! 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 5:3! Torschütze James Livingston von seitlich des Tores irgendwie reingemogelt. Powerplay-Treffer, der dritte heute Abend für den EC Bad Nauheim. Und 2:14 vor dem Ende steht es 5:3. Ich erinnere ja nochmal an die Ausgangssituation. Ein Punkt reicht den Roten Teufel ja für Platz 6, beziehungsweise jetzt durch die Kasseler Niederlage ist es dann sogar Platz 5. 13 Sekunden noch. Gerade Kress dann nochmal dazwischen. 5 Sekunden. Marcel Brandt. Der passt nochmal in die Mitte von Adolf Krumins. Felix Pick ist auch am letzten Schuss dran. Aus, das Spiel ist fertig. EC Bad Nauheim schlägt die Ravensburg Tower Stars mit 5:3. Und zieht somit als Tabellenfünfter ins Playoff-Viertelfinale ein.